Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Quantum Conundrum. In der letzten Folge haben wir das erst etwas schwierigere Rätsel gelöst. Und was haben wir hier? Henry, dieses Zeichen kann ich nicht lesen. Oder beziehungsweise, ich weiß gerade nicht, wie man das Zeichen hier nennt. Ich weiß, wo es ist, auf der Tastatur zum Beispiel. Aber ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Call of the Wild Binomial. So. Weiter geht's. Und das klingt. Sprung ins Ungewisse. Klingt jetzt einmal schön. Okay. Auf geht's. Apparently, you feel you don't need an advanced degree in robotics to operate that. So, erstmal tragen wir das Ding hier hin. It's the compression platform again. Ah ja. So. Ich habe so den Eindruck, dass ich diese Kiste da fangen muss. Los geht's! Ach so. You remember that you need a dramatic mass change, right? Moment. E und Q. E und Q. E und Q. Wir müssen jetzt ständig zwischen Leicht- und Schwere-Dimensionen wechseln. Das ist ja lustig. Und E und Q. Und E und Q. Nein, nochmal. Juhu. Hey, Ike. Hey. Ah, da oben. Danke. Damit komme ich an diesen Roboter. Well, I Hallo. suppose you could see how I got that one up there. He's always been a fan of the compression platforms. Ah, und hier ist mir klar, hier muss ich dasselbe Spielchen wiederholen. Und im richtigen Moment muss ich dann die Zeitlupe einstellen. Juhu. Und rüber da. Lustig. Sowas mag ich. Okay, und hier. Ich reiß es hier einfach schwer zu stellen. Nee. Wute. Ach du Dreck. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Uah. Oder? Weiß ich das? Es scheint noch viel mehr hier zu geben. Also das reicht nicht. Ich probier mal was, vielleicht. Nein, das reicht auch nicht. Ich muss irgendwie, ich muss irgendwie was anderes sein. So leicht geht das nicht. Nein, nein, nein. Alles klar. Das ist das erste schwierigere Rätsel. Ich habe die Vermutung, ich muss noch ein bisschen weiter. So. Und nochmal. Höher geht wohl nicht. Nein, höher geht nicht. Alles klar. Das ist so das Höchste, was gerade möglich ist. Mithilfe dieses Tresors. Dann muss ich mal gucken, wie komme ich am besten rüber? Muss ich hier etwa rum, muss hier etwa mit Kisten werfen? Na, das wäre zu banal.
Es wäre so banal, dass es schon fast wieder stimmen könnte. Ich glaube, es muss die... Ja, die Kiste haben wir ja hier. Genau. Es wäre banal, aber... Nee, ich muss auch nicht da rüberspringen. Was haben wir? Wir haben die Leist, wir haben die Heavy und wir haben die Zeitlupe. Lupendimension. Und nochmal. Und nochmal. Stopp. Würde ich sagen. Juhu. Eine Vermutung. Klingt jetzt zwar absolut unsinnig, aber... Wir müssen irgendwie ja dafür sorgen, dass da eine Verbindung hergestellt wird. Hep. Und hep. Ich hoffe, dieser ganze Wechsel hin und her geht euch nicht auf den Keks. Juhu! Ja, ist drüben gelandet. Und hopp, und hopp. Alles nur Theorie. Aha, sieh einer an. Eine Kiste allein genügt nicht. Ich brauche zwei. Und sobald ich merke, dass der Strom angeht, muss ich drüber. So schnell es geht. Gut. Nächste Stufe, Evolutionsstufe erreicht. Oder muss ich nicht vielleicht eine Kiste mitnehmen? Augenscheinlich, oder? Moment. Oh, oh, ja, ich sehe schon. Ei, das wird lustig. Hier muss ich den richtigen Moment abpassen. Okay. Ja. Das sollte genügen. Ja, ich bin drüben. So, geh mal her. Okay. Ah, okay, hier können wir uns nochmal relativ frei bewegen. Stimmt. Was? Zeig uns mal dieses Bild. Here's a portrait of Widget the Third with his pet fish Gidget. Originally, Gidget was going to be a light snack for Widget. Ah. But apparently, the thought to eat him never crossed his rather feeble mind. You then often find them sitting in front of their portraits, staring in confusion. Or at least, I think that's what they're staring at. I can never tell. Gut, dann schauen wir uns mal dieses Bild in allen Möglichkeiten an. Heavy Cat. Oder sehe ich das richtig? Mit der Kiss-Besminkung? So, und was haben wir noch? Oh Gott! Riesenfisch. Und... Wollball und Fellball. Und was haben wir bei Zeitlupe? Tja, da haben wir nur, dass er auf die Uhr... Ohne, dass ich was mache, bewegt mich nach vorne. Beim Sprung. Manchmal. Hm. So, hier können wir eigentlich nur uns das Bild angucken. Sonst hier leider nichts tun. Ich denke mal... Es geht wirklich als nächstes da weiter. So. What's that saying about daylight savings time? Fall back, spring forward. Ein Schritt zurückgehen. Aber sollte reichen, oder? Ja, hat absolut gereicht. Gut. Hier können wir auch nochmal uns umsehen. Ich sehe mich ja auch immer gern mal erstmal abseits vom
eigentlich diesen Weg um. Okay. Das wird hier wahrscheinlich als Reset-Pfad genommen werden. Aber ich möchte trotzdem mal wissen, wer baut solche Häuser? Ach ja. Ich vergaß. Der Professor hier. Dem gehört das ja auch. Personally, I think daylight savings is absolutely useless and ludicrous, right? Möglich. Bonk. So. Nächste Station. Das geht jetzt einfach. Ah. Acht. Ich habe da so einen Eindruck, dass ich die brauchen werde. Stellen wir erstmal das hin. Ein Glück. Ah, ich sehe schon, was es zu tun gilt. Oder habe eine Vermutung. Meine Vermutung ist, dass... Übrigens sind wir hier auf der anderen Seite. Dass ich diesen Knopf drücken muss. Springen muss. Ja, dass ich diesen Knopf drücke, abspringe und im richtigen Moment Zeitlupe betätige und dann über die anderen Tresore nach da hinten gehe. Pass auf. Okay, das war im falschen Moment, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine, dass ich über die drei Tresore da dann weitergehe. Das wird interessant. Das wird eine recht schwierige Prüfung. Mal sehen, wie gut wir das hinkriegen. So. Einmal Fluffy. Nein! Nix Fluffy. Erstmal Heavy. Heavy-Dimension. So. Hier drauf. Einmal schwere Dimension. Okay, das sollte genügen. Uah, nein, abgerutscht. Ach, doof. Aber ihr versteht schon, was ich da bezwecken will. Und ihr habt es auch schon verstanden. So, da bin ich mir sicher. Ja! Das sollte gut klappen. Ja! Ja! Mit dem Tresor hier rüber. Schön in Ruhe und entspannt. Absteigen. Und dann einen dieser Tresore. Benutzen, um die Tür zu öffnen! Kidding me. Gum? There's some on my shoe. Kaugummi, ja. Mission beinahe unmöglich. Na, klingt gut. What's going on here? Na ja. It appears you'll need to get the dolly device to activate somehow. Okay. Have you checked behind the door in the first room? Oh, kids these days so unfair. Hinter der Tür im ersten Raum? Nein. Ah! Fakt 256. Du wirst niemals herausfinden, was in dem Safe steckt. Also, was haben wir? Wir haben diese Tür, die manchmal öffnet. So. Ach du Scheiße. Ah, okay. So. Schnappen wir ihn uns. Und rüber. Verdammt. Ich muss also warten, bis er einmal drauf gedrückt hat. Genau, dann nehme ich ihn. Warte, bis die Tür aufgeht. Sei es nur für kurz. Da kommt der Strom. Warten, bis die Tür aufgeht. Und dann hier ansetzen. Was wird aktiviert? Unmengen Zeug wird rumgeschmissen. Sag
mir nicht, dass ich... Nee, oder? Bitte nicht. Ich muss über diese Möbel hüpfen, um an... Ich muss über diese Möbel hüpfen, um an die, ja, um an, die Batterie zu... This area is extremely flooded. What's going on here? I don't know. Ich muss also bis nach oben erstmal. So. Reicht das? Hey! Alles klar. Okay, hier fängt's an. Uah. Auf diesen Sessel. Okay. Wie geht's weiter? Ich bin jetzt auf diesem Sessel. Dann würde ich sagen, auf dieses Sofa, die Batterie schnappen, wieder zurück auf den Sessel, auf dieses Sofa gleich und von dort aus zum Batteriepott. Moa! So, dann einmal hier durch. Und... That could have been much, much worse. Ja, das stimmt. Ach, das war's schon. Das war's, oder? Das war die Aufgabe. Ich musste eben dieses ganze Gehüpfe übers... Tatsächlich. Okay, ich habe jetzt gedacht, dass noch was kommt, aber... Hey. Das war aber auch schon geil genug, finde ich. Also, wie ich es gerade gelöst habe... Ich habe mehr aus Intuition gehandelt gerade, also mit erst die Batterie schnappen und wie es dann weitergeht, das habe ich nicht gewusst, ehrlich. Aber egal, wir sind weiter und das erfreut doch. Once I traveled back to a time when people were more refined, classier even. Ah. Ich sollte doch weiterhin erstmal die ganzen Bilder mir angucken. Top hats and monocles and all that. Of course, we found that people only looked classier. A lack of running water and proper hygiene meant that everyone smelled terrible. Au ja. Da gab's ja noch, wie war das noch gleich mit den Toiletten? Die hatten, die, es gab Kloräume, das waren Anbauten ans Haus und da bei dem der Toilette gab es ein ja Loch halt, wie man es kennt, aber das ging dann auf naja die Straße. Ich weiß nicht mehr, ob es in der Zeit war, aber ich glaube, da was gehört zu haben. So, was haben wir hier? You know, schönes? The best part about traveling in the future is coming back with the clothes and going to sci-fi conventions. You know, in the future they still don't have flying cars. I haven't added that to my list of inventions that I must construct when I get out of wherever I am right now. Aber unbedingt. Und er hat hier eine Brille von nicht Data, das war eines der Star Trek Mitglieder. Ich weiß gerade nicht mehr, welches Mitglied es war, aber ihr wisst schon, wen ich meine, wahrscheinlich, wenn ihr Star Trek Fans seid. Und hier, er hat die Brille von Adam Jansen aus Deus Ex Human Revolution an. Ja, müsst ihr mal unbedingt vergleichen. So, aber ich würde mal sagen, bevor wir uns anschauen, was es im nächsten Raum zu probieren, zu machen, zu rätseln gibt, würde ich einen Cut hier machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt. Let's Play Quantum Conundrum. Bis dahin. Ciao.